Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und in diesem Livestream möchte ich euch mal verschiedene Bücher vorstellen. 10 an der Zahl, beziehungsweise ich glaube sogar ein Bonusbuch ist dabei, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Für alle, die nach dem Livestream einschalten, also das Ganze als Aufzeichnung sehen, ihr findet dann hier unten drunter direkt einen Timestamp, wo es dann auch wirklich losgeht mit Inhalt sozusagen. Während ich jetzt hier noch auf die ersten Zuschauer warte, ich sehe gerade hier schon, 5 sind schon eingetrudelt, sehr, sehr cool. Ihr könnt ja mal ganz kurz schreiben, ob ihr mich klar und deutlich verstehen könnt. Ich habe hier nämlich noch ein zweites externes Mikro direkt hinter der Kamera, das erste Mal heute. Also schreibt mal bitte, wie sich das Ganze anhört, ob ihr mich auch gut erkennen könnt oder ob das Bild irgendwie verkrisselt ist oder so. Ich hoffe, das passt. Parallel rufe ich mir nochmal den Chat auf, damit ich euch auch eure Fragen lesen kann natürlich. Das macht eigentlich, wie ich finde, ganz gut Sinn. Ich schaue euch mal gerade, welche Chat-Nachrichten von euch schon reinkommen. Und mache mich selbst mal auf Mute, sonst höre ich mich nämlich doppelt. Das ist nicht so schön. Hier kommen schon einige Sachen rein. Sehr gut. Servus aus Starnberg, Köln. Man hört dich gut. Ton passt, prima. Liebe Grüße aus Frankfurt. Guter Ton. Grüß dich. Alles tutti. Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir verschwenden gar nicht viel Zeit, denn Zeit ist ziemlich wertvoll. Ich hatte heute einen ziemlich harten Tag, relativ viel ist passiert und auch schiefgegangen. Deswegen kann ich heute nicht mehr so viel Zeit verschwenden mit irgendeinem Blabla, sondern erstens am besten direkt zur Sache kommen. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, habe ich witzigerweise gerade verliehen und kann es deswegen nicht in die Kamera halten, aber ich gebe euch mal ganz kurz meinen Screen frei, damit ihr das mal optisch sehen könnt. Was im Hintergrund, wenn man einen Livestream macht. Und so sieht das Buch aus. Es nennt sich Existenzgründung für Dummies. Ihr findet diesen Link und alle anderen Bücher unten in der Beschreibungsbox verlinkt. Ganz am Anfang klare Transparenz. Es handelt sich hier teilweise um Partnerlinks. Das heißt, wir bekommen eine Provision von Amazon zum Beispiel. Wenn ihr das Ganze kauft, ist nichts Besonderes. Euch kostet das Ganze nicht mehr, sondern wir bekommen dafür einfach nur was von Amazon. Für euch ist es genau das Gleiche. Genug der Formalien, zurück zum Buch. Das ist, wie gesagt, das Buch Existenzgründung für Dummies. Und ich halte das für viele relativ sinnvoll. Das ist jetzt hauptsächlich ausgerichtet für Leute, die sich hauptberuflich selbstständig machen möchten und gar nicht so sehr auf Leute, die nebenberuflich gründen möchten. Das vielleicht einfach noch ganz kurz dazu, für wen ist das Ganze geeignet. Und für 20 Euro bekommt man hier eine ziemlich gut aufgearbeitete, ja, ich will nicht sagen Checklist, die man durchgehen kann, aber einen ziemlich guten Leitfaden, wo man sich dran langhangeln kann. Da werden alle möglichen Themen besprochen, wie zum Beispiel auch, was passiert mit der Krankenkasse, vielleicht noch solche Sachen wie, wie bringe ich das meinem Chef bei, wie schaffe ich am besten den Übergang, wie mache ich die Finanzierung, wie prüfe ich überhaupt meine Geschäftsidee, also ganz, ganz viele Basic-Fragen, die wir hier natürlich auch klären. Man kann hier sehr, sehr viele Videos von uns gucken, das hoffe ich natürlich auch, dass ihr das macht, aber wer sich jetzt so ein bisschen überrumpelt fühlt von all diesen ganzen Informationen, die man überall bekommt, von Freunden, vielleicht auch von uns, aus unserer Facebook-Gruppe oder in irgendwelchen Ratgebern oder so, wo man das überhaupt lesen kann, dafür finde ich, ist dieses Buch ziemlich gut geeignet, weil es A, wenig fachliches Blabla enthält und viel Fachjargon, sondern wirklich für normale Menschen geschrieben ist, die ja sich einfach mit dem Thema Existenzgründung beschäftigen möchten, das Ganze auch ernsthaft machen und komplett ohne, wie du schnell und hektisch reich wirst, sondern wirklich ein ganz, ganz bodenständiger Ansatz, Dinge sinnvoll zu erklären. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch, finde ich, für alle, die, gerade wenn du dich so ein bisschen überrumpelt fühlst von diesen ganzen verschiedensten Informationen, die es einfach nur mal gibt im Bereich Selbstständigkeit, Gründung und so weiter. Auch Themen wie zum Beispiel, wie finde ich die richtige Rechtsform, brauche ich einen Businessplan? All diese ganzen Fragen, die man vielleicht am Anfang erstmal hat, sind dort ganz gut erklärt, wie ich finde. Und ich bin durch das oder auf das Buch bin ich aufmerksam geworden, tatsächlich durch meinen Vater, der hat sich 1 oder 2 Jahre nach mir selbstständig gemacht und kam natürlich aus einem Angestelltenjob und ist dann da rein. Und ich hatte ja dieses Problem eigentlich nie, dass ich einen Angestelltenjob hatte, von dem ich mich irgendwie lösen wollte oder müsste oder was auch immer. Und deswegen war mir dieses Problem gar nicht so bewusst am Anfang. Aber so bin ich, wie gesagt, auf das Buch aufmerksam geworden, habe das jetzt auch schon sehr, sehr häufig empfohlen. Und bisher hat das sehr vielen Leuten weitergeholfen. Der Hintergrund vielleicht nochmal zu dem Video ist, dass mich ganz, ganz viele Leute fragen, was ist denn das beste Buch für Unternehmer? Und das beste Buch für Unternehmer gibt es einfach nicht. Also jeder ist immer an einer unterschiedlichen Stufe, hat immer verschiedene Problemstellen, Schwachstellen oder Engpässe. Und deswegen gebe ich euch hier eine verschiedene Liste mit für verschiedene
Situationen einfach und ihr müsst selber schauen und selbst reflektieren, wo bin ich jetzt gerade? Oder vielleicht ist es auch so, dass ihr jetzt was seht und es ist vielleicht gar nichts dabei, was für euch passt, aber in einem halben Jahr seid ihr in einem ganz anderen Problemstadium oder habt was ganz anderes zu lösen und dann fällt euch vielleicht ein, okay, warte mal, da gab es doch ein Buch, das hieß so und so, ich google mal kurz, bumm, und da habt ihr es. Also deswegen heute dieser Livestream mit der kurzen Zusammenfassung, was es so für grundsätzlich sinnvolle Dinge gibt. Das heißt aber nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Wenn ich ein wichtiges Buch vergessen habe, was euch auf dem Herzen liegt, oder wo ihr sagt, das hat mir wirklich extrem weitergeholfen, packt es gerne hier in die Kommentare, schaue ich mir entweder an, wenn ich es noch nicht kenne, oder nehme es gerne mit in unsere Liste auf, weil auf unternehmerkanal.de arbeiten wir gerade an einer Bücherseite, wo man zu jeder Kategorie immer so die Top-Bücher sehen kann. Und da wird es dann auch mit aufgelistet. Also falls euch was einfällt, was ich hier heute irgendwie nicht sage, dann gerne einfach in die Kommentare posten und wir schauen uns das Ganze an. Genug geredet, würde ich sagen. Lass uns weitermachen, und zwar mit dem zweiten Buch, Das 4-Stunden-Startup von Felix Plötz. Ich sehe es hier gerade am Aufkleber, es kostet 16,99 €. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, eine Videozusammenfassung von den zwei oder drei wichtigsten Konzepten. Das Ganze, wie der Name schon sagt, hat nichts zu tun oder ist nicht von Timothy Ferris und hat auch nichts damit zu tun, aber ist geeignet für alle Leute, die sagen, Existenzgründung, Jobkündigen und so weiter ist mir irgendwie ein bisschen zu risikoreich. Ich möchte das gerne erstmal nebenberuflich testen. Also ich habe zum Beispiel einen Job, der es mir erlaubt, dass ich am Wochenende mich noch darum kümmere oder nach Feierabend. Und das kann in allen möglichen Bereichen sein. Also das Buch ist sehr, sehr offen, ist nicht eingefahren auf irgendwie einen Bereich, nur Online-Themen, nur Offline oder irgendwas, sondern es ist eher ein sehr grundlegendes Werk und deswegen finde ich das ziemlich, ziemlich cool, weil viele vielleicht auch deswegen einige Geschäftsideen nicht umsetzen, weil sie denken, okay, ich muss dafür einiges aufgeben, ich muss mich dafür selbstständig machen zu 100% und muss meinen Hauptjob kündigen, aber viele Ideen kann man einfach erstmal nebenbei testen. Ich finde das einen sehr sympathischen Ansatz, könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben hier, dass man sich gar nicht so einen riesen Druck aufbauen muss und sagen, oh, das muss jetzt genau die Idee sein, das muss irgendwie nach 3 Monaten funktionieren, sondern dadurch, dass man das nebenberuflich macht, ist man erstens finanziell gar nicht so sehr auf den Erfolg angewiesen und kann sich vielleicht auch Zeit lassen, das Produkt ein bisschen besser zu entwickeln. Und deswegen finde ich dieses Buch ziemlich, ziemlich cool. Das ist aufgeteilt in einige sinnvolle Bereiche, vor allem den Bereich zum Thema Geschäftsidee testen, finde ich ziemlich cool. Also da hat er auch ein bestimmtes Modell, das wird wie gesagt in unserem Video erklärt. Einfach mal 4 Stunden Startup Unternehmerkanal eingeben hier bei YouTube, dann findet ihr das hoffentlich direkt. Ansonsten noch der Grundgedanke, womit das Buch startet ist, das Kapitel heißt, hätte ich doch bloß. Und ich glaube, diesen Gedanken haben viele Leute irgendwann mal in ihrem Leben, weil sie dann irgendwie über eine Sache stolpern, wo sie vor ein paar Jahren vielleicht schon mal die gleiche Geschäftsidee haben, aber sie sind so der Typ Mensch gewesen, die dann gesagt haben, ja, die irgendwie auf Partys oder einfach so ihren Freunden erzählt haben, ja, das wäre richtig cool, müsste man mal machen und dann einfach nichts weiter gemacht haben, sich das nicht einfach noch ein bisschen weiter eingelesen, nicht mal die erste Sache probiert, sondern immer auf diesem müsste man mal machen Status stehen geblieben sind, bis sie irgendwann mal sehen, oh fuck, das hat jemand anders schon umgesetzt und das funktioniert eigentlich auch ganz cool. Und die Leute, die dann sagen, ja, aber das Produkt ist blöd, man müsste das so und so machen, um es richtig gut zu machen. Ja, also die Leute, die es dann besser wissen, aber es selber nicht umsetzen, da gehöre ich sehr, sehr ungerne zu. Ich will mich davon jetzt aber nicht ausschließen, dass ich auch mal ein Besserwisser bin, aber ich gehöre sehr, sehr ungerne zu der Gruppe und ich glaube, das geht vielen Menschen so grundsätzlich. Viele, die auch hier heute zuschauen, die haben einfach coole Ideen und denen geistert irgendwas im Kopf rum. Und für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe vielleicht eine Idee, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das überhaupt umsetzen soll. Ich bin jetzt auch nicht so der Risikomensch. Für den ist das Buch Das 4-Stunden-Startup richtig, richtig cool. In der Mitte ist dann, ist relativ detailliert auch beschrieben, wie man die Idee erstmal testen kann, ob das Konzept überhaupt tragfähig ist, ob es sich lohnt und oder ob man das Ganze vielleicht doch lieber einstellen soll oder nochmal weiterentwickeln. Das fand ich auch sehr, sehr sinnvoll, hier gar nicht so zu sagen, so dieses typische, ja, du musst durchhalten, niemals aufgeben, bla bla bla, go big or go home, tralala. Das, ja, ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man vorher bewiesen hat, dass die Idee gut ist. Da muss man natürlich voll reinhauen, aber vorher muss man erstmal testen, macht das wirklich Sinn oder eher weniger. Im letzten Teil geht es dann auch noch um die Umsetzung. Hier sind auch ein paar Dinge drin, wie zum Beispiel Krankenkasse, Sozialversicherung und so weiter, was wir vorhin schon angesprochen haben bei den Existenzgründungs für Dummies oder auch Arbeitslosengeld und so weiter. Hier sind so ein paar kleine Tricks, dass man sich zum Beispiel einen Tag arbeitslos meldet, wenn man sich selbstständig macht, damit man eine Förderung bekommt in der Zeit danach, Rechtsformwahl, Firmenname entwickeln, wie baue ich meine erste Webseite, Gewerbeanmeldung. Lauter solche Kleinigkeiten sind hier auch bei als kleiner Leitfaden. Mini-Konkurrenz zu unserem Kanal, aber natürlich in Textform. Deswegen bin ich dem guten Felix Plötz hier gar nicht so böse an der Stelle.
Für 16,99 finde ich das einen sehr, sehr coolen Einstieg. Und falls ihr vielleicht auch jemanden kennt, der euch immer voll labert und sagt, ja, man müsste das und das mal machen. Du bist doch Unternehmer, setz das mal um, gib mir doch mal 10%, wenn du es gemacht hast. So Leute habe ich halt in meinem Familien- und Freundeskreis teilweise, die dann sagen, ich habe eine richtig coole App-Idee. Ja, zum Beispiel jemand aus meiner Familie hat neulich gesagt, ich habe eine App-Idee, und zwar, wenn man so eine App machen würde, wo man wie bei einer Wählscheibe immer so noch die Nummer eingibt. Das würden total viele Leute zumindest witzig finden. Setz das mal um und gib mir 20%. Mittlerweile gibt es die App für Android und ich habe das nicht gemacht, sondern irgendwer, keine Ahnung. Und die Person hat genau das gesagt, was ich vorhin am Anfang gemacht habe. Ja, hätte ich doch mal bloß das gemacht und so weiter. Ja, gut, hat sie halt nicht. Und falls ihr so eine Person kennt, ist das vielleicht auch ein cooles Geschenk zu Weihnachten, Geburtstag, Jahrestag, Namenstag, was auch immer es da so für schöne Sachen gibt. Also ja, das 4-Stunden-Startup von Felix Plötz finde ich ziemlich cool. Dann kommen wir zu einem richtig kleinen, aber feinen Buch. Und zwar, das ist jetzt kein Scherz, das Buch hat tatsächlich nur, ich glaube, 70 Seiten oder sowas. 88, inklusive diesem Anhang und vielen Dank für die Geburt an meine Eltern oder sowas. Also 80 Seiten knapp hat das Ganze. Und zwar ist das Buch Anything You Want von Derek Sivers. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Sivers.org ist der Blog von dem guten Mann. Richtig, richtig cooler Typ. Hat aus Versehen eine Firma gegründet, hat sie dann verkauft für 22 Millionen Dollar und alles zu einer Charity gegeben. Lebt jetzt irgendwie nur noch von den Zinsen. Und wenn er stirbt, geht das halt komplett, wird das halt gespendet für einen wohltätigen Zweck. Ich glaube, das war musikalische Erziehung von Kindern oder irgendwie so einen Kram. Und der hat dabei relativ viele coole Sachen gelernt und gibt hier sehr, sehr gute Entscheidungsratgeber, was ich ziemlich gut finde. Ich stehe gar nicht so auf diesen ganzen Mindset-Kram und ja, ihr kennt das ja wahrscheinlich, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungen finde ich ziemlich, also ist einfach nicht mein Leidenschaftsthema, aber die Sachen von ihm finde ich ziemlich cool. Wer jetzt nicht direkt das Buch kaufen möchte, kann erstens auf seinem Blog lesen, sivers.org, der hat, glaube ich, alles kostenlos soweit und das Buch kostet auch nur, ich glaube, 8 € oder 7 € oder sowas, also ist echt super günstig, der macht das nicht, um Geld zu verdienen, sondern einfach aus Spaß und ja, sehr, sehr cooles Buch, was ich als Entscheidungshilfe manchmal nehme. Und für den, der jetzt fragt, okay, in welche Richtung geht das? Er stellt halt ziemlich intelligente Fragen, meiner Meinung nach. Und also hier geht es halt darum, bei vielen Entscheidungen einfach, was würde dich am meisten happy machen? Und zum Beispiel hat er ganz, ganz große Venture Capital Fonds gehabt, die in seine Firma einsteigen wollten und dann gesagt hat, ja, wir machen daraus eine Bude mit 3000 Mitarbeitern und so weiter. Und sagt er, nö. Warum? Ich bin happy. Wir machen ein paar Millionen pro Jahr Gewinn. Was will ich denn mehr? Also warum soll ich jetzt noch mehr Leute mir reinholen, noch mehr Stress? Wofür? Und ähnliche Denkweise gibt er hier drin wieder. Sehr, sehr coole Sache. Das kann man in knapp einer Stunde durchlesen ungefähr. Wenn man sich viele Notizen macht, viele Gedanken dazu, kann es aber auch 2-3 Wochen dauern. Also echt sehr, sehr cool geschrieben. Und ja, habe ich großen Respekt vor dem Mann. Lest euch das bitte durch. Ansonsten kommen wir jetzt auch schon zum Buch Nummer, das ist Nummer 4, Rework von David Heinemeier Hansen und Jason Fried. Das finde ich ziemlich cool. Ich sehe das jetzt spiegelverkehrt. Ich hoffe, ihr könnt das richtig umsehen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Change the way you work forever. Und die haben ein paar ziemlich coole Strategien und ziemlich coole Techniken, die auch auf eine sehr schöne Art und Weise weitergegeben werden. Und zwar, ihr seht es, ich packe jetzt einfach mal irgendeine Seite auf. Das ist jetzt der Beginn von einem Kapitel. Jetzt blätter ich mal eine Seite weiter. Und hier hört das Kapitel auch schon wieder auf. Also in dem gesamten Buch wird man wahrscheinlich kaum ein Kapitel finden, was mehr als 4 Seiten hat oder so. Das heißt, das eignet sich auch perfekt, wenn man jetzt sagt, ich bin überhaupt nicht der große Leser, der sich irgendwie Stunden am Sonntag bei Regenwetter vorm Kaminofen verkriecht und die ganze Zeit liest, sondern ich bin eher so jemand, der ja eher kurzfristigen Input braucht, das dann auch versucht umzusetzen und gar nicht so viel Tamtam drumherum braucht. Für den ist dieses Buch ziemlich, ziemlich gut, weil man halt hier wirklich einfach mal in 5 Minuten lesen kann und dann echt Stoff zum Nachdenken hat auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, was auch immer, oder auch während einer Pause tagsüber oder so kann man das richtig, richtig gut einfach mal kurz reinschauen. Inhaltlich merkt man, dass der David Heinemeier Hansen eher ein Skandinavier ist, also der hat zum Beispiel die Firma Basecamp gegründet. Das ist ein, oder nicht die Firma, das Produkt Basecamp ist von seiner Firma 37 Signals. Das ist so ein Projekt oder ja doch Projektmanagement-Tool, was ziemlich einfach gehalten ist. Also ganz, ganz wenig Features, aber so ein bisschen wie ein Apple-Gerät. Sehr wenig Features, sehr elegant gestaltet und das merkt man auch in der Art und Weise, wie er sein Buch schreibt und beschreibt. Also
Hier geht es wirklich darum, gar nicht möglichst viele Features irgendwo reinzuknallen, sondern erstmal zu überlegen, was ist denn am nützlichsten? Was brauchen wir auf jeden Fall? Und ist gar nicht so der Fan von irgendwie work hard, play hard und so weiter, sich jetzt hier die Wochenenden und die Abenden um die Ohren zu schlagen, sondern einfach mal zu überlegen, was sind die effektivsten Sachen, bevor ich mich jetzt in die Arbeit stürze und den ganzen Tag einfach nur aktiv bin, wie kann ich denn produktiv sein? Und überlegt, womit habe ich heute den größten Impact? Und das ist eine Sache, wo, glaube ich, viele Selbstständige und Unternehmer ganz, ganz häufig in die Falle laufen, hauptsächlich Selbstständige, dass sie denken, je mehr Zeit ich investiere, desto mehr erreiche ich, desto mehr Geld verdiene ich. Ich will mich davon auch nicht ausnehmen, das passiert mir auch regelmäßig. Gestern Abend habe ich erst wieder richtig lange gearbeitet und mache momentan relativ viele Stunden. Das ist aber eigentlich gar nicht cool, sondern es ist eigentlich eher eine Schwäche und zeigt, dass du unternehmerisch noch richtig, richtig viel zu tun hast, weil du einfach keine guten Systeme, Prozesse oder Mitarbeiter hast, die das für dich übernehmen können. Und das finde ich echt immer wieder einen sehr, sehr coolen Gedanken. Und hier sind ganz, ganz viele Learnings drin, die super komprimiert sind, ohne viel Kram außenrum. Also ich finde es richtig, richtig cool, das Buch. Davon eine Zusammenfassung zu schreiben zum Beispiel, ist für mich eigentlich unmöglich, weil in diesen, ich glaube, 100, was sind das, 180 Seiten oder sowas? Nee, oh, 280 oder sowas, genau, 280 Seiten, das ist im Prinzip schon eine Zusammenfassung. Und deswegen würde ich sagen, von diesen ganzen 10 Büchern, kauft euch nicht alle 10, sondern kauft euch wirklich nur wenige, arbeitet die richtig durch und setzt die Sachen, die darin genannt sind, auch wirklich um. Und wenn ihr dieses Buch hier zum Beispiel kauft, dann könnt ihr eigentlich für den Rest des Jahres, habt ihr so viel umzusetzen oder wahrscheinlich sogar noch für das erste Quartal nächstes Jahr, dass ihr gar kein weiteres Buch braucht. Also das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. So ein paar witzige Claims haben sie auch noch direkt hinten drauf, und zwar ASAP is poison as soon as possible. Das heißt, sie versuchen, so wenig Stress wie möglich in den Alltag zu bringen und einfach zu überlegen, was machen wir hier, was verursacht das, und haben einen ganz, ganz starken Fokus auf den Kundennutzen zum Beispiel. Da kommen wir gleich nochmal drauf und sagen deswegen zum Beispiel auch sowas wie underdo your competition. Das heißt, gar nicht mehr machen als die anderen, sondern einfach schlauer sein. Manchmal ist das, häufig ist das sinnvoll, manchmal ist es, glaube ich, schon so, dass man mehr arbeiten muss als die anderen, gerade wenn man in so einer David-gegen-Goliath-Situation ist, muss man einfach zuerst eine schlaue Methode finden, aber dann halt richtig reinhauen, hatte ich erst gestern wieder das Problem. Aber ja, er hat zum Beispiel einen sehr, sehr witzigen Ansatz, Fire the Workaholics zum Beispiel, weil er sagt, die sind faul, die denken nicht vorher nach, bevor sie was machen. Ziemlich provokante Thesen, aber auch sehr, sehr interessante Sachen. Für alle, die jetzt in den Chat schreiben, ich kann nicht parallel lesen und reden, deswegen gehe ich da nach den Büchern drauf ein. Keine Sorge, ich lese eure Fragen und antworte auch gleich direkt darauf. Dann kommen wir zum Buch Nummer 5, Influence von Robert Cialdini. Das ist so ein Wirtschaftsklassiker einfach, also den kann ich einfach nur empfehlen. Wir haben dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht mit der groben Zusammenfassung davon. Hier sind einfach 7 Habits müssten das sein, ja, ich glaube schon, mit denen man andere Menschen beeinflussen und manipulieren kann. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen böse, aber das ist eine Sache, die dir in ganz, ganz vielen Bereichen weiterhelfen wird, weil es hier einfach auch um klare Kommunikation geht. Also du kannst es zum Beispiel auch verwenden, wenn du immer Stress mit deiner Partnerin oder deinem Partner hast oder auch mit Mitarbeitern. Wenn du genau weißt, du hast jetzt einen Mitarbeiter, der auf eine bestimmte Art und Weise tickt, wie kann ich dafür sorgen, dass er happy ist, während ich ihm einen Auftrag gebe, er also eigentlich mehr zu tun hat oder so, wie kann ich ihn dabei motivieren? Also wer sich fragt, wie kann ich Motivation in mein Team bringen, wie kann ich mehr verkaufen, ähnliche Themen, also alles, was im Prinzip durch Kommunikation zu tun hat, wo man von seinem eigenen Gedanken, wenn da alles klar ist, wie man das zu jemand anderem überträgt und wenn man möchte, dass eine andere Person etwas Bestimmtes macht, ganz egal was, dann ist Influence von Robert Cialdini auf jeden Fall ein Klassiker und ich weiß gar nicht, seit wann es das Buch gibt, es ist schon relativ alt, glaube ich, aber immer noch gültig, also ganz egal, wie sich die Technik ändert, also egal, ob du diese Methodiken bei Facebook anwendest, bei Google, bei Snapchat, Instagram oder Yik Yak, das ist ganz egal. 1984 kam das ursprünglich raus, also ja, Psychologie-Klassiker, der aber richtig, richtig gut ist. Also ist auch bei sehr, sehr vielen größeren Medienhäusern als Business Essential gelistet, also dass man das auf jeden Fall gelesen haben sollte. Wer jetzt sagt, okay, ist mir ein bisschen dick, weil das ist auch, ich weiß gar nicht, ich glaube 250 Seiten oder sowas hat, 280. Wie gesagt, wir haben dazu eine Podcast-Folge, einfach mal reinhören auf unternehmerkanal.de/podcast findet ihr alle Folgen und da müsste es, ich glaube, Folge Nummer 24 oder sowas in dem Dreh müsste das sein. Genau, dann kommen wir zu einem Klassiker, das sieht jetzt ein bisschen hässlich aus, einfach schwarz auf beiden Seiten, aber der Buchrücken ist das Spannende und verrät uns, es handelt sich hier um Steuern, Steuern von Johann C. Köber.
Es ist ein Steuerberater, der ziemlich viele gute Tipps gibt. Ihr kennt wahrscheinlich oder viele von euch kennen das Video von uns zum Thema Holdinggründen, steuerfreier Vermögensaufbau für Unternehmer. Das ist im Prinzip sind ungefähr 3% von dem Buch. Der Rest davon ist mindestens genauso gut. Also hier wird dir wirklich gezeigt, wieso ein Unternehmer mehr verdient beim gleichen Mehrwert, den die Person erzeugt, warum ein Unternehmer mehr verdienen kann als ein Angestellter. Es liegt einfach an den verschiedenen steuerlichen Konstruktionen, die man da herumstricken kann. Und hier sind wirklich ganz, ganz viele praxisnahe Tipps genannt, wie zum Beispiel auch solche Sachen, wie kann ich mir selbst nochmal eine Tankkarte pro Monat quasi schenken als Angestellter meiner eigenen Firma, kann ich mein Fitnessstudio zahlen als Betriebssport, kann ich betriebliche Altersvorsorge machen und darüber Vermögen aufbauen, wie kann ich über das Holding-Modell zum Beispiel mir wie eine Spardosen-GmbH machen, sodass dass die Tochterfirma an die Mutterfirma Gewinne abführt, die steuerlich sehr effizient sind. Lauter solche Sachen oder alle, die gefragt haben, wie viel Gehalt soll ich mir eigentlich selber auszahlen, was macht da steuerlich Sinn, wie viel soll ich in der Firma lassen, wie viel rausnehmen und so weiter. Hier hat der Köber da super, super gute Antworten und gibt auch ganz klare Handlungsempfehlungen, wie man zum Beispiel auch von einem Einzelunternehmen kommt zu einer GmbH beziehungsweise zu generell einer Körperschaft, wie man das steuerlich sehr effizient und effektiv abwickeln kann. Das finde ich richtig, richtig cool, weil diese Flexibilität, die viele haben oder die wir Unternehmer und Selbstständige haben, das wissen viele teilweise gar nicht beziehungsweise nutzen diese Vorteile gar nicht richtig. Vorhin habe ich auch erst wieder einen Kommentar gesehen, natürlich gibt es auch gibt es einige Auflagen, die wir als Unternehmer und Selbstständige, wo wir uns drum kümmern müssen, was Angestellte einfach nicht auf dem Schirm haben müssen. Jetzt gibt es wieder irgend so ein Register, wo man sich eintragen muss, Transparenzregister oder sowas. Oder wenn man in der Firma Aktien hält, beziehungsweise generell Wertpapiere, dann muss man jetzt wieder so ein neues Ding beantragen, was wieder Zeit und Geld kostet, was echt ein bisschen nervig ist. Lauter solche Details gibt es natürlich auch. Aber wir haben als Unternehmer die Freiheit und die Möglichkeit, unsere Steuern zu steuern und zu strukturieren. Und wie das genau geht, zeigt ihr hier Johann Köber. Richtig, richtig cooles Buch. Ich habe das, ich glaube, schon 30, 40 Mal jetzt befreundeten Unternehmern entweder weiterempfohlen oder geschenkt. Es kostet ein bisschen mehr als die anderen Bücher. Es sind, glaube ich, 49,90 € oder so. Aber nach dem ersten Kapitel habt ihr das eigentlich schon wieder drin. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch, was ich auch nicht verleihe. Also das Buch liegt bei mir immer in der Nähe vom Schreibtisch, weil ich auch gerade sehr, sehr viel im Bereich Umstrukturierung auf Rechtsformebene mich fortbilde, zurechtlege meine Strategie, weil sich da Anfang des Jahres einiges ändern wird bei mir. Deswegen ist hier gerade auch wieder ein Zettel drin. Ich lese das gerade nochmal bestimmte Stellen nach, wie man das jetzt ganz genau macht, also sehr praxisnah. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass einige Steuerberater vielleicht teilweise sogar das Wissen hiervon kennen, aber wenige so beraten in dieser Art und Weise. Und solche Sachen hat mir zum Beispiel mein Steuerberater nicht gesagt, dass es solche Möglichkeiten gibt. Vielleicht, weil es ein bisschen viel Aufwand ist, vielleicht, weil es einfach nicht oft umsetzen. Ich weiß es nicht genau. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu einer Kombi aus zwei Büchern. Ich habe sie trotzdem mal unten einzeln aufgelistet. Und zwar einmal hier links dieses kleine Buch. Das ist das neue 1x1 der Erfolgsstrategie. Und einmal der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Wer jetzt denkt, boah, so ein Streber, so viel Zettel, den kann ich beruhigen. Das ist nicht alles von mir, das ist von meinem Büronachbarn. Ich habe das nur als Hörbuch. Also Streber ist der Kollege unten. Worum geht's da? Hier geht es im Prinzip um genau die Geschichte, die ich im letzten Livestream erzählt habe, in knapp 2 Stunden. Das ist eine 7-schrittige Methode, mit der man seine eigene Positionierung und seine eigene Strategie erarbeiten kann und sich so ganz, ganz spitz auf eine Kundenziel oder auf eine Art Kunden und auf einen Markt, auf eine Zielgruppe fokussieren kann und dort Marktführer werden kann und dann von da aus diesem kleinen Bereich sich nach und nach ausweiten und sein Unternehmen dadurch sehr erfolgreich machen. Das funktioniert auch für Leute, die Angestellte sind zum Beispiel, die diese Methode auch umsetzen können, ist eigentlich genau das Gleiche und die geben hier wirklich einen ganz, ganz klassischen Leitfaden mit verschiedenen Beispielen. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter, wie man sieht. Ich glaube, das wird nicht mehr gedruckt, leider. Basiert auf der EKS-Strategie von Wolfgang Mewis. Ansonsten, wer jetzt sich fragt, wie funktioniert das Ganze, wir haben dazu auch einen Podcast und einen Livestream hier und der Blogartikel zum Podcast hat auch eine grobe Zusammenfassung zu der Strategie. Also da einfach mal auf unternehmerkanal.de gucken. Das müsste ziemlich weit vorne noch sein bei den neuesten Blogartikeln. Stefan Mehrath hat hier mit Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer einen ziemlich coolen Spagat hinbekommen zwischen Roman und Fachbuch. Das finde ich eigentlich, oder gibt es nicht so häufig, dass das gut gelingt, meiner Meinung nach. Hier sieht man quasi die Erfolgsstrategie einmal in Anwendung
Also hier wird jemand begleitet, der hat ein total chaotisches Unternehmen, das ist, glaube ich, ein Softwareunternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, und ist total überfordert, die beste Mitarbeiterin kündigt noch, er kriegt einen Nervenzusammenbruch, liegt dann irgendwie länger im Krankenhaus oder wird irgendwie behandelt und wird dann nach und nach quasi geleitet von so einem Unternehmercoach, der dann sein Unternehmen wieder optimiert, nach dieser Methode ausrichtet, extrem profitabel macht, wieder erfolgreicher wird und er als Einzelperson viel, viel weniger zu tun hat. Wer sich jetzt auch als Selbstständiger fragt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Selbstständigen und Unternehmern, dem sei dieses Buch hier auf jeden Fall auch ans Herz gelegt, weil hier genau darauf eingegangen wird, wie man diesen Sprung schaffen kann, was den Unterschied ausmacht, wie kann man seinen Tag so planen, wie kann man sein Unternehmen so aufbauen, dass man weniger am Unternehmen oder im Unternehmen selbst arbeitet und Dinge abarbeitet, sondern dass man mehr Zeit darauf verwendet, am Unternehmen zu arbeiten und mehr so der Maschinenbauer ist, anstatt das Zahnrad, was sich in der Mitte irgendwo dreht. Und ja, das ist, wie gesagt, mein Favorit in dem Bereich. Und ich finde, das sollten vor allem Leute lesen, die ich vielleicht schon eine Zeit lang Unternehmer oder selbstständig aktiv sind, die aber jetzt irgendwie merken, okay, ich bin jetzt gerade auf einem Plateau, ich kann irgendwie nicht mehr Zeit investieren oder ich müsste jetzt irgendwie Mitarbeiter einstellen oder ich habe Mitarbeiter eingestellt, aber es kostet mich irgendwie mehr Zeit, die zu steuern, als ich dadurch gewinne. Ja, also das Problem gibt es nun mal, kenne ich selber auch, teilweise von mir, teilweise von Freunden, dass man ja da einfach nicht weiterkommt an irgendeiner Stelle. Man kommt einfach an einen Engpass und dieses Buch zeigt einem ganz gut, wie man diesen Engpass finden kann, die Ursache herausfindet und wie man die dann ändert und löst im Idealfall. Dann kommen wir zu zwei Büchern, die ich relativ kurzem erst besitze, beziehungsweise das hier besitze ich schon ein bisschen länger, Dotcom Secrets und Expert Secrets, das besitze ich erst seit kurzem. Kommen beide von Russell Brunson, das ist ein Online-Marketer aus den USA, der die Software ClickFunnels erstellt hat. Dazu haben wir auch schon mal ein Video-Tutorial gemacht und auch zwei der Grundkonzepte von ihm schon mal grob verfilmt sozusagen oder in Videoform erklärt. Und zwar einmal den Customer Lifetime Value, das geht dann eher so in die Richtung von Dotcom Secrets. Hier geht es darum, wie man einen Sales Funnel erstellt, also wie man Schritt für Schritt die Leute so da reinbekommt, dass sie erst zum Beispiel was Kostenloses erhalten, dann was Kostengünstiges kaufen, dann einen etwas höheren Preis bezahlen und dann irgendwie das super teure, was auch immer dein Endprodukt ist, dass man das quasi so schrittweise aufbaut, wie man das Ganze umsetzt. Das ist die technische Seite oder die strategische Seite. Was ich hier drin noch ein bisschen cooler fand, ist eigentlich, wie schafft man es, einen Charakter zu erstellen, dem Leute gerne folgen zum Beispiel. Also wie geht Storytelling, wie funktioniert das, wie schreibe ich am besten Copy für eine Verkaufsseite zum Beispiel. Das sind ja Themen, wo sich viele sehr, sehr schwer tun. Hatte ich erst in den letzten 2-3 Tagen wieder die Erfahrung, dass gerade Gründer, wenn es um ihr eigenes Fachgebiet geht, dass sie so fachlich so tief drinne sind, dass sie irgendwann nicht mehr sich von außen reindenken können und denken, was würde jetzt oder was ist für den Kunden wirklich wichtig. Das war für ein Unternehmen, für das ich jetzt in den letzten 2-3 Tagen was gemacht habe. Das war teilweise richtig schwer, als Externer dagegen anzuarbeiten oder dagegen zu arbeiten, dass es jetzt nicht hier um irgendwelche Fakten geht und das und das und das und das ist noch drin, sondern es geht immer um den Benefit, um den Mehrwert. Was kann der Endkunde wirklich dadurch mehr, besser, leichter oder wie löst es sein Problem, wie erleichtert das Produkt oder die Dienstleistung das Leben des Kunden? Und das können gerade solche Fachidioten oder Leute, die einfach ganz, ganz stark in ihrem Thema sind, nicht so gut erkennen in vielen Fällen. Und das Buch gibt einem hier ganz coole Anleitungen dafür, hilft einem auch dabei, mit verschiedenen Abläufen mal zu überlegen, okay, wie kann ich das in meinem Unternehmen schaffen, dass ich vielleicht die Kundengewinnung refinanziere, dass ich den Kunden günstige Produkte anbiete, sodass ich irgendwie auf Break-Even komme, dann aber viele Kundenkontakte habe, wo ich dann die Chance habe, was Teureres zu verkaufen. Ja, diese und ähnliche Sachen lernt man hier drin. Finde ich ziemlich gut. Das Buch gibt es kostenlos. Das ist eine Sache, von der ich nicht so richtig überzeugt bin, muss ich ehrlich sagen. Das Buch gibt es kostenlos für $7. Ja, ich finde den Fehler. Ihr findet es unten drunter verlinkt. Das ist natürlich, liegt natürlich daran, weil die das genau so machen. Die geben das Buch zum Nullkostenpreis raus. Also ihr zahlt Produktion, Versand, Logistik und so weiter. Das sind dann ziemlich genau $7. Und dann versuchen sie euch später irgendwann nochmal ein Webinar zu verkaufen, einen Online-Kurs oder was auch immer. Die Produkte von denen sind nicht schlecht, das muss man wirklich sagen, aber seid einfach darauf vorbereitet. Wem das Ganze nicht so gefällt, der kann es auch für 20 Euro bei Amazon kaufen, beziehungsweise 19 Euro. Jeder, wie er möchte. Ich würde das für $7 nehmen, danach mich einfach aus den Werbe-E-Mails austragen, aber ihr könnt das schon selber entscheiden und macht das auch einfach, wie ihr meint. Also wie gesagt, $7 kostet das Buch und lohnt sich auf jeden Fall mal zu bestellen.
Das von dem gleichen Typen, Expert Secrets, finde ich noch ein bisschen spannender und ein bisschen näher dran für Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwie als Einzelperson wahrgenommen werden und möchte einen Expertenstatus aufbauen, möchte einfach so einen, ja, einen Expert-Business gründen. Ich bin da immer ein bisschen skeptischer, muss ich wirklich sagen, wenn man jetzt in manchen Bereichen unterwegs ist, zum Beispiel bei mir jetzt hier mit diesem YouTube-Kanal, wenn ich würde mich jetzt hier niemals hinstellen und sagen, ich mache jetzt hier einen kostenlosen, mache jetzt hier einen Online-Kurs für ein paar tausend Euro und so weiter. Darauf zielt das im Prinzip ab, Informationen zu verkaufen in vielen Fällen. Gerade im Bereich, wie verdiene ich Online-Geld, ist das eine sehr, 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 sehr schwierige Sache, auf die ich jetzt gerade keine Lust habe, mich hier irgendwie hinzustellen wie der letzte Kasperkopf im Lamborghini und zu sagen, wie auch du es schaffst, in dieser jetzt schnell und hektisch reich werden. Das ist jetzt einfach nicht mein Ding. Ich glaube aber, wenn man das auf andere Branchen anwendet, ist das eine sehr, sehr sinnvolle Methode. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn du dich als der größte Gitarrenprofi zum Beispiel positionierst, der perfekt darin ist, zum Beispiel ja, Kindern, Jugendlichen oder jungen Leuten beizubringen, wie sie ein Instrument beherrschen, dann ist das genau die gleiche Methodik, die dahinter steckt, mit aber einem sehr, sehr coolen Ziel, weil die Leute daran wirklich Freude haben, als sie es ihnen wirklich weiterbringt. Das sehe ich bei vielen Produkten im Bereich Online-Geld verdienen nicht. Sondern da ist eigentlich die Person, die Geld verdient, dann die Person, die dir zeigt, wie man online Geld verdient. Aber ohne jetzt auf der Branche rumzuhacken, zurück zum Buch. Die Methoden, die hier drin sind, finde ich ziemlich gut. Ich bin noch nicht komplett durch, deswegen habe ich noch kein komplett abschließendes Urteil dazu. Aber bisher ja, finde ich die Methoden sehr, sehr gut. Gerade wenn ihr sagt, ihr seid in einer Branche, wo häufig ja, wo es häufig um Informationen geht, wo ihr als Einzelperson euch vielleicht ein bisschen mehr hebeln wollt. Ihr sagt jetzt, seid zum Beispiel häufig in der Einzelberatung mit dem Kunden und ihr könnt momentan nur mehr Geld verdienen, indem ihr mehr Zeit beim Kunden verbringt oder mehr Zeit am Telefon oder was auch immer. Hier sind ganz coole Informationen drin, wie man sein Wissen quasi so hebelt, dass man nicht mehr so viel Zeit bei der Einzelperson ist oder wenn man das Ganze macht, dass es sich dann auch wirklich lohnt. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich hatte vorhin erst ein Gespräch mit jemandem im Finanzbereich, jetzt nicht im Bereich Geld verdienen, sondern eher Vermögensanlage, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und solche Themen. Und da ist halt auch das Problem, diese Leute verdienen ganz gut, aber das geht auch nur, solange sie sehr viel Zeit reinstecken. Wenn die irgendwie 4 Wochen nicht arbeiten, weil sie im Urlaub sind, dann schläft das ganze Ding ein. Und wenn man durch die hier gezeigten Methoden das zum Beispiel so automatisieren kann, dass man ja, dass man viele Kundentermine automatisch hat, die einfachen Sachen, die Basics-Sachen online abgewickelt werden und man sich nur mit den besten Kunden trifft zum Beispiel, hat man vielleicht nur einen Halbtagsjob oder ist nur halbtags beim Kunden, hat die andere Zeit frei, was auch immer zu machen, was man möchte, entweder mehr an seinem Sales-Funnel zu schrauben oder irgendwas anderes, dann kann das Ganze natürlich schon deutlich attraktiver sein. Aber wie gesagt, ist nicht für jeden was. Wer möchte, kann gerne mal reinschauen. Hier ist genau das Gleiche, kostet $7. Kostenlos, aber $7 Versand. Wer möchte, kann es auch bei Amazon direkt finden. Expert Secrets heißt das Ganze. Und ja, das ist die Geschichte dazu. Jetzt nochmal zu einem Klopper, ganz zum Schluss, von den kostenlosen Büchern zu den etwas teureren. Das ist das Handbuch Online-Shop, ist erschienen im Rheinwerk Verlag, früher hieß das Ganze Galileo Press, falls ihr das noch kennt. Ein sehr, sehr cooler Verlag, der bekannt ist dafür, extrem fundiertes Fachwissen weiterzugeben. Ganz viel auch im Bereich Bildbearbeitung, Photoshop, Programmierung, also eher technische Themen sind die drin. Und Handbuch Online-Shop ist jetzt für alle Leute, die sagen, okay, ich möchte im Bereich Online-Handel starten. Und hier sind wirklich alle möglichen Sachen drin, also von welches Shopsystem soll ich überhaupt nehmen, wie bekomme ich Kunden, worauf muss ich achten bei Buchhaltung, Versand, Logistik, diese ganzen Sachen, Kostenplanung und so weiter und so fort. Also richtig, richtig krass. Allein das Inhaltsverzeichnis ist hier, muss ich kurz überlegen, 11, 15, ja, okay. Ja, knapp 12 Seiten Inhaltsverzeichnis, ist ein richtig dicker Wälzer, aber die 39 Euro irgendwas lohnen sich richtig, richtig gut. Also wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte mir ein Unternehmen im Bereich Onlinehandel aufbauen, ganz egal, ob es jetzt ein Amazon-Business ist, wo du erstmal nur auf der Plattform verkaufst oder einen eigenen Shop, das Buch ist wirklich mehr als dein Geld wert, 39 Euro. Ich habe da schon so oft nachgeschlagen, weil hier wirklich zu jedem Einzelthema was drin steht. Und wenn das nur eine Sache ist wie zum Beispiel E-Mail-Marketing. Selbst wenn du sagst, ich möchte nur E-Mail-Marketing mit einem vernünftigen CRM, also Customer Relationship Management machen für meinen Online-Shop. Das sind Sachen, die bei ganz, ganz vielen Online-Shops auf der Strecke bleiben, weil es erstmal schwierig ist. Da gibt es 1000 verschiedene Systeme, wahrscheinlich unendlich viele Methoden, das zu machen. Und viele wissen halt gar nicht so, okay, was ist jetzt, was ist jetzt für mich richtig?
was kann ich verwenden? Guckt einfach in so eine Welt da rein. Ist nicht so super sexy. Natürlich gibt es auch 1000 Online-Kurse für ein paar hundert Euro, die dir das zeigen, aber dieses Buch für 39 Euro tut es eigentlich auch. Das waren jetzt erstmal so meine 10 beziehungsweise 11 Bücher. Die zwei hier habe ich mal doppelt gezählt. Ich schaue jetzt mal kurz in den Chat rein, in eure Fragen, ob und wie ich euch da irgendwie weiterhelfen kann. Und dann schauen wir mal. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Während ich hier noch scrolle, wäre es ganz cool, wenn ihr vielleicht ganz kurz auf Daumen nach oben klicken könnt, denn das hilft uns natürlich auch, dass das Video weiter oben rankt und okay, so, Abend bestellt. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, welches genau. Existenzgründung und Businessplan, ein Leitfaden für erfolgreiche Startups, finde ich auch gut. Okay, kenne ich jetzt leider nicht, aber klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Genau, welches Buch kannst du als Lektüre beziehungsweise einfach spannender Geschichte, Biografie empfehlen? Kein Ratgeber. Gut, im Bereich Biografie, ich habe unten noch das von Sam Walton, also von Walmart liegen. Das habe ich auch noch nicht komplett durchgelesen. Üblicherweise kommt jetzt hier die Empfehlung für die Steve Jobs Biografie. Diese Euphorie kann ich jetzt nicht so ganz teilen. Also die finde ich okay, aber finde ich jetzt nicht super cool. Ganz gut gefallen hat mir die Elon Musk Biografie zum Beispiel. Die finde ich ganz spannend. Und ja, ansonsten lese ich relativ wenig Biografien. Weil mich das häufig gar nicht so packt, aber ja, das ist jeder vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Ich lese dann eher Fachbücher, Ratgeber und so weiter. Genau, ich schaue mal ganz kurz in mein Audible, weil wenn, dann höre ich meistens sowas im Auto oder so, weil da muss man sich nicht so stark drauf konzentrieren, schlägt auch jetzt nicht so oft nach bei einer Biografie. Ganz, ganz kleiner Moment, es lädt gerade hier. Total Recall, klar, von Arnold Schwarzenegger. Habe ich noch 13 Stunden vor mir, also relativ viel, aber richtig, richtig krasser Typ. Das finde ich echt, echt nicht schlecht bisher, was der so gemacht hat. Die Biografie ist auch sehr, sehr cool. Ich höre das auf Englisch. Genau. Ansonsten, ja, Elon Musk habe ich hier noch drin. Biografiemäßig ansonsten auch nur Ratgeber beziehungsweise so Motivationsgeschichten. Genau. Hier fragt jemand, eins der einflussreichsten Bücher für Warren Buffett war ja 1000 Ways to Earn $1,000. Kennst du etwas Vergleichbares, Aktuelles, da dieses Buch ja von 1936 ist? Leider nein. Es gibt The $100 Startup zum Beispiel von Chris Gilbo. Das finde ich noch ganz gut, aber geht nicht so richtig in die Richtung. Genau. Okay, ich lese mich hier gerade so durch, ich diskutiere noch zwei. So. So, okay. Gibt es Influence auch auf Deutsch? Ja, gibt es auch auf Deutsch. Das heißt, glaube ich, auch einfach, also googelt einfach mal, beziehungsweise gibt bei Amazon Robert Cialdini ein. Das heißt, glaube ich, einfach nur Menschen beeinflussen oder sowas. Genau. Hier sagt noch jemand, Alternative zu dem Influence gibt es noch Manipulieren, aber richtig, von Josef Kirschner. Habe ich angefangen, hat mich irgendwie nicht so gepackt. Also, ja, weiß nicht, war nicht so mein Ding. Aber ja, das stimmt. Ansonsten in dem Bereich noch ein Klassiker ist auf jeden Fall How to Win Friends and Influence People, beziehungsweise Wie du Freunde gewinnst, von Dale Carnegie. Das ist so ein absoluter Klassiker, auch schon über 100 Jahre alt. Gibt es, glaube ich, auch kostenlos als Hörbuch hier bei YouTube. Das sind so 7-8 Stunden, falls sich das jemand mal anhören möchte. Ganz, ganz viele Klassiker, ganz viele Basics. Dazu haben wir auch schon ein Video. Und genau, hier fragt jemand, verlinkst du die Bücher? Jo, findet ihr direkt hier unten drunter. Genau. Hier fragt jemand, ist Holding noch aktuell wegen Brexit? Ja, klar, es ist aktuell. Wenn man die innerhalb von einem, also im Inland macht, ist das natürlich gar kein Thema. Hier fragt jemand, ich fange gerade erst an, BWL zu studieren, will aber unbedingt Unternehmer werden. Was empfiehlt ihr mir, neben dem Studium zu machen, beziehungsweise was zu lesen? Wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man auf jeden Fall schon früh anfängt zu arbeiten. Je häufiger du vor einem Problem stehst und es löst, desto besser wird dein Problemlösemuskel sozusagen. Und das ist eine
wie ich finde, unfassbar wichtige Fähigkeit, dass man da einfach ja, trainiert ist, dass man nicht wie der Ochse vorm Scheunentor steht, wenn mal irgendwas nicht klappt, sondern dass man sofort in so einen kreativen Problemlösungsmodus reinkommt und dann überlegt, okay, das und das ist jetzt die Ausgangslage, wie macht man das sonst, wie lösen das vielleicht andere und was kann ich machen, um vielleicht so einen Workaround zu finden, wenn sich irgendwo der Weg versperrt aus irgendeinem Grund. Genau. Genau, ich beantworte jetzt hier erstmal nur die Fragen zu den Büchern. Ich persönlich finde, dass Stefan Merats Buch zu praxisfern ist. Meine Meinung. Das sehe ich jetzt gar nicht so ungefähr, weil natürlich kann man das Buch einfach lesen wie einen Roman und dann ist es schon ein bisschen praxisfern. Aber man kann an jeder Stelle, wo diese Person begleitet wird, kann man sich ja überlegen, okay, was wäre das jetzt in meinem Fall? Also der Typ im Buch ist, wie gesagt, ein Softwareentwickler beziehungsweise jemand mit einer Softwarefirma. Wenn du aber was ganz anderes machst, wie zum Beispiel ich, dann ist es vielleicht nicht so, dass die Kunden sich beschweren wegen einem Lastenheft und wegen was weiß ich. Aber dann kannst du überlegen, okay, wegen was machen mir die Kunden zum Beispiel die Hölle heiß? Was ist bei mir denn so der Engpass und so weiter? Das heißt, man muss schon ein bisschen selber nachdenken, das stimmt schon. Aber ich finde, je mehr man da geistig und emotional involviert ist und je mehr man nachdenken muss, desto mehr Sinn macht das Ganze auch, weil man es dann einfach auch in seinen aktiven, ja, nicht Wortschatz, sondern in seine Entscheidung einfach mit überträgt und mit einbezieht jedes Mal. Genau. Ja, hier ist jemand, denke nach und werde reich. Das finde ich jetzt gar nicht so wichtig für Unternehmer tatsächlich. Das Buch ist eher so ein Mindset-Ding und auch nur so ein ganz dünnes Teil. Es ist eher so, schreibe ein Buch und werde reich. Ist natürlich schon ein Klassiker, aber ich finde, da ist jetzt ganz, ganz wenig sinnvolle Praxissachen drin. Also irgendwie zum Beispiel diese Übungen fand ich zum Beispiel auch relativ lächerlich, obwohl das war, glaube ich, bei T.H.F. Ecker, wo man dann jeden Abend eine Kerze anmacht und sich vorstellt, man wäre reich und so. Das kann natürlich schon funktionieren, ist aber halt gar nicht mein Ding. Genau. Alles klar. Warum steht oben Google Hangout? Ja, weil es ein Google Hangout ist. Der ClickFunnels Rap ist auch cool, den kenne ich nicht. Hier fragt jemand, ich finde, es wäre gut, einen Mentor zur Seite zu haben. Habt ihr vielleicht Tipps, wie ich einen finde? Ich bin momentan komplett solo, ohne jegliche Connections. Ganz, ganz wichtig, ich kann es nur nochmal wiederholen, das ist die gleiche Person wie vorhin, fang an zu arbeiten. Wenn du zum Beispiel Online-Händler werden möchtest, dann arbeite doch am besten für einen Online-Händler. Jetzt natürlich nicht vielleicht bei Amazon im Lager, wobei das auch bestimmt mal spannend wäre für ein paar Wochen, aber geh doch mal zu einem Online-Handel bei dir in der Umgebung zum Beispiel. Such dir da einen Job, wo du vielleicht möglichst nah an dem Geschäftsführer dran bist, wo du direkt siehst, was sind seine Probleme, worum kümmert er sich täglich, was lagert er wie aus, welche Prozesse nutzt er zum Beispiel, welche Software, was sind die häufigsten Probleme bei ihm und denk dich einfach komplett da rein. Also so ein Mentor wird dir einfach nicht sagen, ja, du musst das und das machen und dann wirst du total erfolgreich. Natürlich kann er dir bei einer bestimmten Fragestellung, bei einer Problemstellung weiterhelfen, bestimmt auch mit einem guten Tipp, aber um ein Problem zu haben, musst du halt erstmal was machen. Und dafür brauchst du ein eigenes Unternehmen. Und bevor du das starten solltest, meiner Meinung nach, arbeite erstmal, gerade wenn du noch sehr, sehr jung bist, und such dir einfach in dem Bereich, wo du hin willst, jemanden, der das schon erreicht hat, beziehungsweise ganz nah dran ist. genau. Hier geht es noch um. Hier schreibt jemand, ich würde deinen schnell und hektisch reich werden Kurs direkt kaufen. Ja gut, mache ich, alles klar. Sehr gut. Ja, ich sehe das hier ähnlich wie viele andere. Also man braucht eigentlich heutzutage nicht mehr unbedingt einen Mentor, sondern solange du Internet hast, dann kannst du halt einfach sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell auf jede oder fast jede Information der Welt zurückgreifen. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht wichtig, dass du jetzt an der Stelle so viele Mentoren um dich scharst. Das ist einfach eine aufgeschobene Ausrede sozusagen. So, hallo Hendrik, ich suche ein gutes Buch zum Thema FBA, um nichts zu vergessen, beziehungsweise richtig zu machen. Ich vermute mal, ja, nicht um nichts richtig zu machen, sondern um alles richtig zu machen. Gelesen habe ich schon dazu Amazon Marketplace und der Amazon FBA Guide. Danke dir im Voraus. Ich kenne kein gutes Buch im Bereich Amazon FBA. Ich habe auch zwei angefangen, fand die irgendwie alle nicht so gut, weil die immer das Gleiche schreiben. Und gerade in dem Bereich gibt es sehr, sehr viel kostenloses Wissen, was tatsächlich sehr gut ist. Und ich würde an der Stelle, glaube ich, einfach mit Google starten.
jetzt direkte Blogs fällt mir zum Beispiel natürlich der Unternehmerkanal.de-Blog ein, ein bisschen Eigenwerbung, oder aber auch zum Beispiel officeflucht.de, Basti Barami macht das sehr, sehr gut. Da gibt es sehr viele FBA-Themen und ja, ansonsten schau einfach in unserer Facebook-Gruppe zum Beispiel vorbei, wenn du da spezifische Fragen hast, wie kann ich jetzt XYZ also lösen quasi, wie kann ich das schaffen? Aber ein Buch für Amazon FBA braucht man meiner Meinung nach nicht. Also ich kenne kein gutes. Hier schreibt jemand, toller YouTuber. Dankeschön, Ahmed. Vielen Dank dafür. Gibt es Influence auch in Deutschland? Ja, gibt es auch. Also auf Deutsch gibt es auch. Hm. Auch die anderen Bücher für 7 Euro, Expert Secrets zum Beispiel. Nein, die zwei gibt es nicht auf Deutsch. Die gibt es, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Ist aber relativ einfach geschrieben mit vielen Grafiken drin und so weiter. Also man kann da sehr, sehr gut vorankommen. Hier hat jemand schon geschrieben, die Psychologie des Überzeugens, heißt es auf Deutsch. Dankeschön dafür. Thomas Laich, Steuern, Steuern, ist das nur für Deutschland relevant? Ja, es ist für den deutschen Markt angepasst, komplett, also auch ein deutscher Steuerberater und für deutsche Staatsangehörige. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht aus Österreich kommst oder so, aber es ist für Deutschland relevant. Für Österreich kenne ich sowas leider nicht. Ich weiß aber nur, dass viele Steuergesetze relativ ähnlich sind zwischen Deutschland und Österreich. Das ist relativ harmonisiert, aber ich weiß es nicht genau. Kennst du ein gutes Buch zum Thema Venture-Kapital bzw. Finanzierung von Startups? Ja, da haben wir auch ein Video zu gemacht mit jemandem, der schon Investment eingesammelt hat. Google vielleicht einfach mal nach Startup-Finanzierung, Unternehmerkanal. Das ist der Manuel von Critic. Und das Buch heißt Mastering the VC Game. Und ja, so, hier fragt noch jemand, wie heißt nochmal das Buch mit dem Softwareentwickler? Das ist Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Oder du findest es einfach hier unten drunter nochmal verlinkt. Menschen lesen von Joe Navarro, sehr cool. Vor allem für Kunden im Offline-Modus. Finde ich sehr cool, dass hier nach Online- und Offline-Leuten unterschieden wird. Das Buch kenne ich jetzt nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Menschenlesen ist, glaube ich, so eine Metafähigkeit, die dir immer weiterhilft. Also ganz egal, ob du jetzt das Ganze geschäftlich einsetzen möchtest oder auch im Privatbereich, im Freundeskreis, Partnerschaft und so weiter und so fort. Davon bin ich ehrlich gesagt ein großer Fan, wenn man solche Fähigkeiten universell einsetzen kann, ganz egal in welcher Situation. Und wenn das Ganze nicht nur geschäftlich ja, nicht nur geschäftlich genutzt werden kann. Hier fragt jemand, was hältst du eigentlich von Chris Record? Kenne ich ehrlich gesagt nicht, also kann ich dazu nichts sagen. Eine Frage noch, kleinen Moment, was hältst du von Social Engineering im beruflichen Alltag? Also Social Engineering, vielleicht für all die Leute, die das nicht kennen, ist dann einfach, dass man ins Privatleben schaut von diesen Leuten und sich einfach viel mehr Informationen außenrum holt sozusagen. Das wird auch teilweise von Hackern verwendet, wenn man jetzt zum Beispiel Passwörter rausbekommen möchte, dann guckt man, wie heißt das Kind zum Beispiel, wann ist das Kind geboren, wann ist die Person geboren und probiert halt einfach Anna 1995 zum Beispiel als Passwort aus, so machen das Hacker. Kann man auch im beruflichen Kontext nutzen. Das macht natürlich schon Sinn, wenn man sich jetzt auf ein wichtiges Gespräch zum Beispiel vorbereitet, mal zu gucken vorher bei Xing oder LinkedIn, was ist das für eine Person? Vielleicht findet man irgendwie Interviews mit den Leuten und weiß schon, wie die Personen ticken. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man jetzt sieht, das ist ein total faktenbasierter Mensch. Da brauche ich dir nichts mit Gefühlsduselei ankommen. Und ja, es wär ja irgendwie schön, wenn wir uns da treffen könnten. Das lohnt sich zwar nicht für Sie, aber es wäre total cool, wenn wir da vielleicht irgendwie ins Geschäft kommen würden, weil ich hätte da sehr viel von und ich könnte auch sehr gut schlafen. Da wird sich die Person nicht drum kümmern. Wenn man aber vorher ganz gut recherchiert hat, weiß man, okay, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr analytisch denkender Mensch. Ich muss jetzt hier Zahlen auf den Tisch legen. Der wird mich danach fragen. Dann ist es natürlich sinnvoll, vorher sich die Sachen rauszuholen, parat zu haben und das einfach zu nutzen. Also finde ich sehr, sehr sinnvoll. Genau. So. Kannst du Bücher, Infoprodukte empfehlen, die... Okay, hier fragt jemand, kannst du Bücher bzw. Infoprodukte empfehlen, die wie, wobei ich sein Produkt nicht kenne, einem im Detail erklären, wie man Infoprodukte, zum Beispiel ein professionell gestaltetes E-Book, erstellt und designt und Landingpages baut? Ja, habe ich wie gesagt schon mal gerade gesagt, also diese zwei Bücher hier sind ziemlich gut dafür geeignet von Russell Brunson, der kommt halt komplett aus der Infoproduktbranche, ist auch ziemlich gut dafür optimiert. Ich bin in dem Bereich nicht sehr stark aktiv, aber ich würde einfach, wenn ich in der gleichen Situation bin, würde ich so eine Webseite benutzen, die nennt sich google.de und würde dann einfach die spezifischen Sachen mir anschauen. Es gibt ja sehr, sehr viele kostenfreie Informationen, wie du zum Beispiel, ja, was auch immer,
zum Beispiel, wie du eine Landingpage erstellst. Gibt es auch von uns zum Beispiel ein Tutorial für die Software ClickFunnels. Dann gibt es vielleicht noch ein Tutorial zum Thema, wie stelle ich mein Produkt bei Digistore ein? Das sind die Leute, die das dann direkt verkaufen. So, dann hast du schon mal die zwei größten Sachen weg. Dann brauchst du noch Traffic dafür. Wie bekomme ich Benutzer dafür? Da gibst du ein, wie schalte ich Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel, und arbeitest dich nach und nach da rein. Ich kenne jetzt kein Produkt, was oder keinen Kurs oder sonst irgendwas, was ganz genau Schritt für Schritt dir erklärt, wie du durch Infoprodukte schnell und hektisch reich wirst. Wie gesagt, ich bin nicht in dem Bereich tätig. Ich würde mir eher für Einzelbereiche jeweils die Profis raussuchen und mich in den Einzelbereichen fortbilden, weil die Leute, die halt versprechen, ich zeige dir ein System, wie du mit Infoprodukten unfassbar reich wirst. Also ich habe bisher noch keins gefunden, was sehr, sehr gut ist. Sagen wir es einfach mal so, komplett wertneutral. Deswegen würde ich mir lieber in Einzelbereichen immer gucken, wer ist darin wirklich gut. Russell Brunson im Bereich Landingpages, Sales Funnels, im Bereich Facebook-Marketing zum Beispiel, da haben wir die AdBakery, einfach unternehmerkanal.de/AdBakery eingeben, und dann hast du da zum Beispiel die Profis im Bereich Facebook-Marketing, und ja, so kannst du das Ganze einfach zusammenstecken. Also eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt es hier meiner Meinung nach nicht. Genau, hier schreibt jemand, ich würde arbeite als Student, um in unterschiedlichen Bereichen ergänzen. Erfahrung und Problemlösungskompetenz entstehen durch unterschiedliche Perspektiven. Genau, deswegen entweder ein Unternehmen, was relativ klein ist, also was vielleicht so bis 15, 20 Mitarbeitern oder so groß ist, wo du auch mal locker in viele Bereiche reinschauen kannst, wo du genau weißt, was dein Kollege für Probleme hat, er ist dir beim Mittagessen erzählt oder so, oder du es auch selber ihm irgendwie hilfst und so. Oder aber halt in großen Unternehmen in verschiedene Positionen, das geht natürlich auch, da hast du auf jeden Fall recht. Ganz kleinen Moment. So, wie hast du gelernt, so flüssig zu reden, ohne dabei alles zu wiederholen oder Stuss zu reden? Gibt es da Übungen für? Ja, danke erstmal für das Kompliment, dass ich keinen Stuss rede. Also vielen Dank. Ich habe das gar nicht gelernt mit der Absicht zu lernen, sondern ich habe einfach angefangen, YouTube-Videos zu machen, und dadurch habe ich einfach nach und nach also Erfahrung vor der Kamera gesammelt und dann irgendwann auch mal Vorträge gehalten, Workshops und so weiter, und so kam das nach und nach. Also ich habe jetzt nicht ein Buch gelesen, einen Kurs gemacht oder ein Coaching bei irgendwem oder sowas, das kam einfach natürlich. Wenn du dir unsere ersten Videos anschaust hier, wirst du auf jeden Fall noch merken, dass das ganz, ganz anders war. Es ist also auch ein Prozess. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 270 Videos oder sowas hier online, und die ersten waren ganz, ganz holprig. Da habe ich teilweise gestottert, mich wiederholt, ganz viele Äms und Ms eingebaut, das habe ich immer noch, oder andere Füllwörter, die ändern sich immer mal, meine beliebtesten Füllwörter, zum Beispiel ansonsten ist gerade mein Lieblingsfüllwort, was ich versuche zu vermeiden, und ja, ansonsten, ja, da merkt ihr es, ich habe da jetzt keine Methode oder wie ich das ganz genau gelernt habe. Sind Donald Trump seine Bücher zu empfehlen? Ich habe eins gelesen, das fand ich ziemlich nicht so sinnvoll, um jetzt das Wort schlecht zu vermeiden. Da lernt man nicht sehr, sehr viel drin. Der wiederholt sich tatsächlich sehr, sehr oft. Und ich bin immer ein großer Fan davon, sich Informationen zu holen, die einem jetzt gerade weiterhelfen, beziehungsweise auf eine Sicht von vielleicht einem halben Jahr oder sowas. Oder vielleicht, wenn es Strategiebücher sind, da geht auch mal ein bisschen weiter was. Also da sollte man auch ein bisschen weiterdenken. Aber so ein Buch wie jetzt zum Beispiel ein Donald Trump oder Richard Branson Buch von einem Milliardär, das kann einem Gründer, der jetzt vielleicht 10.000 oder 50.000 Umsatz im Jahr macht, nicht so viel weiterhelfen, weil wenn die sagen, ja, think big und die nächste große Idee ist einfach nur, du musst einfach nur durchhalten und so weiter und so fort, das bringt dir nicht besonders viel, meiner Meinung nach, weil die Leute so weit weg sind von deinen aktuellen Problemen, dass es teilweise sogar Fehlinformationen sind, die dich in eine falsche Richtung drücken, und deswegen würde ich jetzt zum Beispiel lieber sowas nehmen wie Rework, wo Leute sitzen, die halt irgendwie 30 Leute koordinieren und die gar keine Milliardenunternehmen haben, sondern Leute, die einfach ein solides, kleines Unternehmen haben, die dir zeigen, wie du auf diese nächste Stufe kommst. Das finde ich ein bisschen sinnvoller, und deswegen grundsätzlich eher weniger bei diesen Riesenleuten schauen. Donald Trump an sich halte ich für einen nicht so schlauen Menschen in vielen Situationen. Manche Sachen macht er sehr, sehr gut. Politik gehört jetzt nicht dazu, aber zum Beispiel rhetorisch, rhetorisch ist falsch. In Verhandeln zum Beispiel kann er sehr, sehr gut. Deswegen ist er da, wo er ist, glaube ich. Aber das Buch an sich oder das Buch, was ich gelesen habe von ihm, war nicht wirklich gut. Also da sind auch teilweise Tipps drin, die ich wirklich für schlecht halte. Da ist zum Beispiel einmal eine Reporterin, die ihn so ein bisschen angegangen hat, die irgendwie was Schlechtes über ihn geschrieben hat. Und dann ist halt seine Methode immer, der Person etwas zuzufügen, was mindestens 10-mal so schlimm ist. Und er hat dann einfach eine extra Fernsehshow produziert, wo er nur diese Person fertig macht. Und für solche Sachen zum Beispiel wäre ich jetzt nicht zu haben.
meine Energie stecke ich ungerne in negative Sachen, sondern nehme lieber die Energie und mache das irgendwie eine Sache 10-mal besser als mein Mitbewerber, irgendwie 10-mal schlechter zu machen oder so. Das ist jetzt einfach nur meine persönliche Sichtweise. Aber das Buch finde ich nicht wirklich gut. Hier fragt jemand, wann ist der nächste Livestream? Weiß ich nicht genau. Das nächste Video kommt am Samstagabend, 18 Uhr. Und jeden Mittwoch um 18 Uhr und jeden Samstag kommt halt ein Video. Wann oder was davon ein Livestream ist, das kann ich im Voraus jetzt so nicht sagen. Momentan habe ich nicht so viel Videovorlauf. Das heißt, manchmal sind die Livestreams spontan, manchmal auch ein bisschen mehr vorbereitet. Deswegen kann ich dir jetzt gerade noch nicht genau sagen. Gut. So, Top 3 Persönlichkeitsbücher. Wie gesagt, ich bin nicht so der riesen Persönlichkeitsentwicklungsfan. Ich finde von Julian Hosp das Buch ziemlich gut, 25 Geschichten für mein jüngeres Ich. Ansonsten, da merkt es wieder, schon wieder das Wort ansonsten verwendet. Da muss ich jetzt ganz kurz überlegen. Also zum Beispiel, was häufig empfohlen wird in dem Bereich, was mir gar nicht so gut gefallen hat, ist zum Beispiel Tony Robbins' Awaken the Giant Within. Das habe ich irgendwie bis Seite 80 oder so gelesen und dann sofort in die Ecke gefeuert, weil es mich total genervt hat, dass er nicht auf den Punkt kommt. Und alles 15 Mal erzählt. Also der ist tatsächlich jetzt nicht so mein Favorit. Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung lese ich einfach nicht viele Bücher. Da wären vielleicht andere Leute besser, die zu fragen, meiner Meinung nach. Da will ich jetzt die anderen nicht so, die Zeit stehen quasi. Genau. Genau, ja, Carla Schmidtke nochmal vorhin hat gefragt, sie möchte ein E-Book rausbringen mit Expertenwissen, das sie auf jeden Fall hat. Sie ist Psychotherapeutin, sie hat aber absolut keine Ahnung, wie man ein professionelles E-Book erstellt. Ja, dann hier bitte nochmal reinschauen. Ansonsten ein ganz cooles Tool, wo man das Ganze abgeben kann, wenn es jetzt wirklich nur um Design geht und es ist ein PDF, was schön aussehen soll zum Beispiel, dann kannst du auch einfach mal bei Fiverr.com schauen, also Fiverr, oder wenn es als Kindle CreateSpace Buch oder sowas erscheinen soll, beziehungsweise Amazon CreateSpace oder Kindle Buch erscheinen soll, dann kannst du es da zum Beispiel formatieren lassen. Also wenn es jetzt wirklich nur um die Formatierung geht, dann einfach mal dort schauen oder halt andere Freelancer suchen, die das machen. Zusätzlich kann ich dir noch empfehlen, wir haben einen Podcast gemacht mit Christian Wenzel zum Thema Bücher schreiben und Bücher vermarkten und so weiter. Da geht ja auch ein bisschen drauf ein, welches Format wie viel bringt, wie viel zum Beispiel ein gedrucktes Buch einem Autoren einbringt, wie viel ein E-Book und so weiter, welcher Kanal richtig viel bringt. Also da vielleicht einfach mal reinschauen. wie findet man seine Stärken und somit den besten Beruf für sich? Das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, was heute den Rahmen sprengen würde. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Genau. Hat dir eine Biografie einer erfolgreichen Person mal geholfen, beziehungsweise würdest du eine in diesem Genre empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Eine Biografie, die mir geholfen hat. Also bei mir ist es eher so, dass Biografien tatsächlich zur Unterhaltung dienen, dass ich eher denke, okay, das ist dann, also ich übernehme das in mein Allgemeinwissen, aber gar nicht so stark in mein alltägliches Handeln. Wie ich vorhin gesagt habe, sind diese Unternehmerpersönlichkeiten dann häufig ganz, ganz weit weg. Also wenn ich jetzt ein Elon Musk Buch lese von jemandem, der gerade auf dem Mars fliegen möchte, hilft mir das halt gar nicht so viel, wenn ich gerade ein akutes Problem mit meinen Facebook-Ads habe oder wenn mein erster Mitarbeiter, mein zweiter, dritter, vierter vielleicht nicht so genau arbeitet, wie ich mir das vorstelle. Das ist also, muss ich nur noch mal ganz kurz wiederholen. Und ich überlege gerade, eine, die mir jetzt so richtig extrem weitergeholfen hat, gibt es da, glaube ich, nicht. Aber es gibt natürlich Sachen, die einen schon immer wieder nach vorne katapultieren. Zum Beispiel, mir gefällt die Biografie von Arnold Schwarzenegger ziemlich gut. Ich wusste auch gar nicht, dass das ein krasser Unternehmer eigentlich ist und habe den eher so als Schauspieler und Bodybuilder auf dem Schirm gehabt und wusste nicht, dass er zum Beispiel Immobilieninvestor ist, ein großes Business schon früher gehabt hat, Veranstaltungen gemacht hat und so. Und der zum Beispiel ein YouTube-Video, beziehungsweise es gibt einen Zusammenschnitt von einer Rede von ihm. 6 Rules of Success heißt das Ganze. Das sind so 3-4 Minuten. Wenn ich mal irgendwie überhaupt keinen Bock habe, ist das zum Beispiel so eine Sache, die mich motiviert, aber nur, weil ich halt genau weiß, was das für eine Person ist durch die Biografie, die ich gelesen habe. Also es ist schon so ein indirektes Vehikel, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil dadurch halt der Respekt dieser Person gegenüber viel, viel stärker ist. Also vorher habe ich so ein bisschen gedacht, ja, durch den Film der Simpsons irgendwie, ich bin geboren, um zu lenken, nicht um zu denken, dass er irgendwie so einen an der Waffel hat, weil er einfach auch nicht gut Englisch spricht und so. Also ganz viele subjektive Wahrnehmungen. Ich habe den ganz, ganz doof eingeschätzt eigentlich. Aber ja, ist er anscheinend doch nicht und das hat sich dadurch total geändert, durch diese Biografie. Und jetzt kann ich dieses Video zum Beispiel jedes Mal nehmen, höre es mir manchmal auf dem Weg zur Arbeit an oder wenn ich einfach keinen Bock habe. Das heißt,
es ist schon, prägt sich schon ein bisschen ein und wird einfach dann in alle Entscheidungen in der Zukunft mit einbezogen. Aber es gibt jetzt nicht so diese eine, wo ich sagen würde, die ist super, die solltest du auf jeden Fall lesen, die hilft dir richtig viel. Das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Ansonsten habe ich schon wieder ansonsten gesagt, aber das Buch von Gary Vaynerchuk zum Beispiel, Ask Gary Vee, ist ja so ein Zusammenschluss oder ein Zusammenschnitt aus vielen Fragen, die ihm gestellt wurden. Solche Sachen würde ich jetzt nicht als Biografie zählen, aber da finde ich es schon sehr, sehr hilfreich, weil er da auch auf ganz, ganz viele aktuelle Dinge eingeht. Das ist jetzt auch schon wieder knapp ein Jahr her, dass ich das gehört habe, aber viele der Dinge darin sind sehr, sehr zeitnah und immer noch relevant. Zum Beispiel ganz, ganz viele Social-Media-Themen, Führung, Leadership und so weiter finde ich dort sehr relevant. Ist keine richtige Biografie, aber das ist eine Sache, die mir tatsächlich weitergeholfen hat. Genau, hier fragt noch jemand, kennst du ein Buch oder Kurs, das einem kurzes, auf den Punkt gebrachtes Schreiben beibringt, Aussagen in Texten auf den Punkt zu bringen? Ich kann mich nur kurz fassen, was nervig ist. Wie schreibt man Geschäfts-E-Mails auf den Punkt gebracht? So ein Buch. Es gibt eine Erweiterung für Google Mail, die einen dazu zwingt, dass man maximal 5 Sätze verwendet. 5sentence.es heißt die, glaube ich. Die finde ich ziemlich sinnvoll. Das ist, glaube ich, aber eher eine Angewohnheitssache. Also ich würde mir gar nicht jetzt ein Buch suchen, was einem genau das beibringt, sondern eher vielleicht ein Buch oder einen Kurs oder was auch immer, was dir hilft, Gewohnheiten zu installieren bei dir selber. Und so kannst du dir halt diese Fähigkeit, also quasi die Metafähigkeit, die oben drüber sitzt, beibringen, anstatt jetzt immer so kleine Skills, sondern eher eine Stufe drüber. Und wenn du weißt, wie du Routinen bei dir installieren kannst, dann ist es ganz egal, was du lernen willst. Willst du irgendwie ein guter Sportler werden? Willst du einfach schaffen, dass du dich gesund ernährst? Willst du vielleicht schaffen, regelmäßig Zahnseide zu benutzen? Das ist ganz egal, wenn du die Fähigkeit beherrschst, dir Routinen anzueignen, dann fällt dir das Ganze viel, viel leichter. Genau, so, jetzt schaue ich nochmal gerade, hier fragt jemand nach Cashflow Quadrant, habe ich auch kein Persönlichkeitsbuch gelesen. Genau, also Cashflow Quadrant zum Beispiel ist ein sehr, sehr simples Buch mit, oder ein sehr, sehr simples Konzept, was darin erklärt wird. Da gibt es einfach, es ist wie so ein vierteiliges Feld, wie man das vielleicht so aus Mathematik oder so kennt, wenn man so Graphen einzeichnen musste. Ganz auf der linken Seite ist dann halt E und S, also Employed und Self-Employed, also Angestellter oder Selbstständiger. Und auf der rechten Seite oben ist Business Owner und unten rechts Investor, also E-S-B-I. Und das Ziel hiervon ist es dann halt, von der linken Seite, also von einem Angestellten oder Selbstständigen, der seine Zeit gegen Geld tauscht, zu einem Business Owner zu werden, der also nur noch das Unternehmen besitzt, gar nicht mehr selbst die Arbeit macht, beziehungsweise zu einem Investor zu kommen, der sein Geld für sich arbeiten lässt. Das ist so der Background zu dem Buch. Ja, ist für manche Leute auch schon ganz gut, wer jetzt komplett neu dazu ist, zu dem Thema. Aber ich finde, dass das ist halt relativ beim Theoretischen bleibt und sehr, sehr amerikanisch ist bei vielen Sachen. Da wird dann von Steuervorteilen für Investoren in Immobilien gesprochen zum Beispiel, was hier in Deutschland einfach ein bisschen anders ist. Also bei denen ist es teilweise so, wenn du ein Haus kaufst und dann verkaufst, mit einer Gewinnsteigerung, wenn du davon dann ein größeres Haus kaufst, dann ist das Ganze steuerfrei. Da gibt es bei uns einfach ganz andere Mechanismen, deswegen funktioniert nicht alles davon, was in den Büchern von Kiyosaki steht, so richtig gut in Deutschland. Und mit der Aussage, dass Multilevel-Marketing das beste Geschäft im 21. Jahrhundert ist, ist er bei mir halt komplett unten durch. Ich sehe das überhaupt nicht so. Deswegen, ja, bin ich jetzt nicht der riesigste Kiyosaki-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ja, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Und ja, das ist vielleicht einfach eine Sache, die man da berücksichtigen sollte. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Mir würde es total weiterhelfen, wenn ihr vielleicht ganz kurz den Daumen nach oben drücken könntet hier bei diesem Video, damit wir einfach noch ein paar Upvotes bekommen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr vielleicht den Kanal abonniert. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr direkt immer eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt, falls wir wieder einen Livestream haben. Und ich danke euch auf jeden Fall schon mal, dass ihr hier heute eingeschaltet habt, am schönen Mittwochabend eure Zeit opfert, um euch vorzubilden. Ich freue mich da total drüber und jetzt kommt noch ein paar Fragen rein, aber da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, denn das ja, würde jetzt hier zu weit führen an der Stelle. Alle Bücher findet ihr nochmal hier unten drunter verlinkt.
ich werde mich jetzt in den wohlverdienten Feierabend stürzen und ja, freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute so viele eingeschaltet haben. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, wir sehen uns ansonsten in unserer Facebook-Community. Wenn ihr irgendwelche Detailfragen nochmal habt, wie ihr bestimmte einzelne Dinge umsetzen könnt, schaut einfach mal auf unternehmerkanal.de. Dort findet ihr direkt den Link zur Facebook-Community oder sucht direkt in Facebook nach Unternehmerkanal. Und dort gibt es dann eine Gruppe mit mehr als 11.000 Selbstständigen und Unternehmern, die sich austauschen zu genau diesen Themen, die gerne ihre Erfahrungen weitergeben. Und ansonsten, falls euch noch weitere Tipps einfallen oder weitere Bücher, die ich vergessen habe, immer gerne in die Kommentare hier drunter. Und wir nehmen das dann in unserer Bücherliste auf, die dann demnächst auf unserer Seite online stehen wird. Vielen, vielen Dank und bis bald. Ciao.